Willkommen zurück zu Vampire Stone 2 Everlasting Blood, einem Spiel, das ganz ohne Hintergrundmusik auskommen muss, mit eurem Let's Play Retro und euren DSD Steve. Wir haben hier im letzten Part den letzten Schlüssel geholt, den wir brauchen, um die Dungeons... Guck mal, da ist ein Pinguin, weißt du, was wir mit dem gleich machen werden? Blutaussaugen? Wir werden ihn töten! Ja, logisch, was sollen wir sonst mit dem machen? Yay! Steve, das ist nicht nur ein Pinguin, das ist ein Kinderpinguin! Ja. Und jetzt sage ich etwas, hatet mich dafür bitte nicht, aber ich mag Kinderpinguin nicht sonderlich. Naja, die schmecken halt so mittelmäßig. Ich finde, die kann man schon essen. Ja, das ist sowas, Milchschnitte ist besser, aber da ist ja auch Milch drin. Und vor allem ganz viel Alkohol. Tatsächlich habe ich Milchschnitte auch nie so wirklich gemocht. Geh nach oben weiter. Nee, hier, komm mal her. Achso, da kommen wir her, ja. Ja, wir sind dann nur nach unten gegangen. Jetzt nach rechts. Genau, hier war so weitermachen. Ich glaube, hier ist noch irgendwas, das wir töten können. Ja. Ach, das ist ein Geheimgang, sehr schön. Wir dürfen ja das ganze Loot hier nicht außer Acht lassen. Das brauchen wir ja noch unbedingt, ja. Dieser Dungeon hier, wir haben den Schlüssel und wir könnten eigentlich diesen Dungeon hier lebewohl sagen. Aber wir haben uns dazu entschlossen, noch weiterzumachen. Genau. Weil wir noch ganz viele tolle, wertvolle Sachen drin finden. Da kannst du rechts sozusagen, das war nochmal ein Geheimgang. Ja, hier sind überall ganz viele Geheimgänge und das verwirrt mich irgendwie ein bisschen, weil ich immer nicht so wirklich weiß. Mal hier unten kann man auch weitergehen. Nein, geh bitte nach, dort geht sie erstmal rechts rein, bitte. Für ein Geheimnis und eine Truhe mit einem Lebensank und einem weißen Stein. Genau. Und jetzt können wir erstmal nach oben weitergehen. Ich glaube, wenn wir nach unten gehen, kommen wir wieder zurück, oder? Ja, genau. So war das, ne? Genau. Perfekt. Dankeschön, Steve. Weißt du, kennst mich doch, als ob ich so etwas wie Orientierung in einem Dungeon wie diesem hier hätte. Aber ja, genau, aber was sagst du jetzt eigentlich zu dem Bosskampf, den wir im letzten Part hatten, ne? Ich meine, das war doch jetzt schon so ungefähr, hätten doch auch schon die vorherigen Bosskämpfe aussehen können in den Dungeons, ne? Ja, ist richtig. Warum musste das jetzt schon wieder bis zu diesem Level 55 Gebiet dauern? Und wir sind Level 70, muss man dazu noch sagen. 6-mal Eisrune erhalten, wow. Cool. Und das war sogar passendes Loot, denn ja, wir sind in einer Eishöhle. Und da passt es, wenn wir solche Runen finden. Ja, und 6 Runen sind auch ordentlich viele. Das finde ich eben auch sehr gut, dass es sich eben noch lohnt, dass du dich hier eben tatsächlich noch umschaust und nicht nur irgendeine Truhe findest, wo irgendwie nur, keine Ahnung, Eiweiß drin ist. Soll ich jetzt einfach nach hier unten weitergehen, oder? Ja, genau. Wir laufen einfach so lange rum, bis wir uns entweder überhaupt gar nicht mehr weitergehen können. Richtig. Dann können wir einfach Zuflucht benutzen. Na, idealerweise gehen wir hier nochmal raus, weil ich würde dann danach ganz gerne die Stadt, die in der Nähe ist, dann looten. Die Stadt, die wir hier freigeschaltet haben, oder was? Ja, genau. Genau. Da war ja auch Burg Jola oder so in der Nähe. Ja, genau, wo wir Atmos sozusagen gerettet haben, haben wir ja hier. Genau. Jetzt sind wir sozusagen durch, jetzt kannst du nach links gehen, dann kommst du immer schon draußen. Achso, okay, gut, super. Ja, perfekt. Dann war das doch eigentlich eine recht angenehme Höhle. Und ich finde es auch gut, dass du die Stadt looten willst. Weil das haben wir nämlich schon echt lange nicht mehr gemacht. Ja, da war ich schon drin. Ich hatte es noch im Kopf gehabt, dass dieser Dungeon hier relativ easy war. Und auch der nächste Schlüssel, glaube ich, ist nicht hart. Nee, der nächste Schlüssel. Ach, schon beim Vulkan müssen wir noch einen holen, ne? Ja, genau. Also sind es 4 Schlüssel insgesamt, ne? Ja, genau. Genau. So, wo war denn hier die Stadt? Oben. Rechts. Da. Bist du doch. Links. Ach, du hast recht, ja. Okay. Es tut mir leid, Steve. Ja, Lum, wo sind wir da unten? Alles klar. Dann reden wir erstmal mit den ganzen Leuten draußen oder wollen wir direkt schon in die Häuser reingehen? Wir fangen einfach hier mit den Häusern auch mit an. Gleich. Roman Weiß. Mach du den. Sag mal, friert ihr nicht ein bisschen bei den dünnen Sachen, die ihr da tragt? Das sagt man zu mir auch immer. Ich muss sagen, ich bin jemand, ich trage wirklich bis meistens so Ende November, Anfang Dezember kurze Hose und ab Anfang März auch wieder. Spätestens. Ja gut, du hast ein etwas anderes Kälteempfinden als andere Leute, wobei ich dazu sagen muss, an den Beinen friere ich tendenziell auch weniger als am Oberkörper. Also ich trage eigentlich das ganze Jahr über eine Jeans, wenn du so willst, ne? Okay. Sommer wie Winter und eigentlich nur, wenn es richtig, richtig kalt ist, sage ich jetzt einfach mal, trage ich vielleicht noch mal eine Hose drunter, ja, irgendwie mal so eine Leggings oder sowas. Und wenn es richtig, richtig warm ist, dann trage ich auch mal eine kurze Hose oder auch mal eine Stoffhose oder sowas, aber kommt halt insgesamt eher selten vor. Nö, hält sich eigentlich in Grenzen. Also ich bin diese Temperaturen ja gewohnt, aber so würde ich hier auch nicht rumlaufen. Ja, aber der Werwolf, der ist diese Temperatur nicht gewohnt und für den ist es kein Problem.
Genau. Roar! Dem macht die Kälte nichts aus. Zum Glück haben wir... Asgard, der das für uns erklärt. 10 solche Ketten. Genau, denn ansonsten könnten wir diese ganzen Werwölfe ja gar nicht halten. Ich finde, das ist ja das Interessante, wenn diese Werwölfe in den Städten sind, dann brauchen die ja scheinbar niemanden, der die irgendwie anweist oder so. Asgard kann das scheinbar auch von weit weg machen. Das kann ich richtig verkaufen. Ja, was kann sie uns denn verkaufen? Ah, denselben Müll. Schmutz, den wir von jedem anderen bekommen. Ja, super. Ich wünschte mir, es würde auch mal ein paar innovative Händler geben. Ich meine, es ist natürlich schön, dass es in jeder Stadt auch so einen Gemischtwarenhändler gibt, ne, bei dem man so dieses typische Zeug bekommt. Aber irgendwie fehlt es mir, dass man, ja, keine Ahnung, nicht auch mal was Besonderes kaufen kann, ne? Etwas Besonderes, das am besten noch preisgünstig ist, weißt du, was ich meine? Ja, genau, was man von mir jetzt auch woanders bekommt. Aber zum Beispiel, dass eine Stadt für das Krankheitsserum bekannt ist, ja? Und da gibt es halt dann einfach ein Skript, was aussagt, wenn du halt 5 Krankheitsserum kaufst, kommst du immer eins gratis noch dazu. Oh, in dem Haus hier gab es gar keinen Loot. Hey, ihr müsst mir helfen. Wobei denn? Ich habe irgendwo meine Haarspange verloren. Das haben wir gleich. Verdammt, wo ist sie nur? War die hier irgendwo? Oder meinst du? Loote nochmal wirklich jeden Gegenstand. Und ja, auch wenn zwei Felder breit ist, bitte die zwei Felder auch looten. Ja. Das ist schon okay. Um den linken Schrank? Was? Unten meine ich unten den linken Schrank oben, sozusagen. Osti, wirklich, meinst du hier das... Nee, den linken oben links, über dem Bett. Den ja. Den mit dem Geschirr. Okay. Bett gibt auch nichts, okay. Naja, ich loote. Weil ich weiß auch noch nicht, wann letztes Mal die Spange nämlich auch Öls gesucht haben. Cool. Ich erinnere mich an diese Quest. Wo wir uns noch dachten, die Spange ist hier nirgends. Ja, wahrscheinlich ist sie auch nirgends, Steve. Also wirklich jetzt... Nein, ich war nicht kurz davor, aus dem Haus rauszugehen. Das Coole ist, dass die Spange uns irgendwie, glaube ich, 12.000 Erfahrungspunkte gibt oder so. Wenn wir sie essen, oder was? Nein. Wenn wir sie abgeben. Ja, weil die Quests tatsächlich mitleveln. Das heißt, umso später du eine Quest machst, umso mehr Erfahrungspunkte gibt sie. Dann gibt die uns mehr als 12.000, eher so 20.000 ja. Oder 100.000. Genau, genau. Genau, und es ist sozusagen am Ende dann doch irgendwie, ja, lohnt. Also hier im Haus ist es scheinbar nicht. Ja, dann geht es noch woanders hin. Danke, Steve. Wirklich vielen Dank. Wir haben uns jetzt gerade in 3 Minuten mit diesem einen Haus beschäftigt. Ja, so. Okay. Wir hätten auch sinnvolle Sachen machen können. Aber nein. Ich weiß, dass ich uns so verarsche. Weißt du, irgendwie erinnert mich diese Stadt hier an eine Stadt aus Last Will. Sah die Winterstadt in Last Will nicht irgendwie fast genauso aus? Ja, quasi. Ich musste auch sofort dran denken. Ich dachte so, oh Mann, ey. Das ist cool, weißt du. Trotzdem, es erfreut immer wieder mein Herz zu sehen, wirklich, wie viele Leute einfach von Malix beeinflusst wurden. Überleg dir mal, die Hälfte der deutschen Maker-Szene würde es doch ohne Malix gar nicht geben. Wie gesagt, er war der George Lucas, der Maker-Szene. Ja gut, die Sache ist natürlich, George Lucas hat nicht so viele Leute dazu beeinflusst, Filme zu machen. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Oder, ja, bei mir ist dann der Steven Spielberg. Also ich denke mal, Steven Spielberg hat viele Leute zum... Filme machen inspiriert, auf jeden Fall. Aber ja. Nimm mal lieber hier die Nara. Ach, manchmal wünschte ich, mein Mann würde mit mir endlich mal wegfahren. Aber er meint nur, hier wäre es so schön. Da brauchen wir nicht wegfahren. Also ich finde es eigentlich auch ganz nett hier in der Stadt. Das hätte Weihnachten. Das Schöne ist, dieser NPC, dieser Dialog könnte auch wieder in jeder Stadt sein. Komplett austauschbar, ja. Ne? Ja, genau. Ja, toll, dann fallen wir doch in den Rücken. Was macht ihr eigentlich hier in meinem Haus? Und hier, genau, ein wunderbares Beispiel für austauschbares NPC-Design. Oh, ich mag diesen Schrank hier wieder. Guck dir den doch mal an. Ich mag das. Das sieht so knuffig aus alles. Boah, diese 2D-Grafiken könnte ich mich irgendwie echt nur reinlegen. Das ist aber auch ein schönes Chipset, muss man sagen. Guck mal hier, da ist Falcon. Aber dieses Faceset ist für mich das Volltrüttel. Das ist für mich so ein Volltrüttel-Faceset. Ja, das sieht man auch relativ häufig. Das ist für mich so ein typisches so, Besuch ist hier im Dekal. Ich glaube, das Faceset gab es sogar schon in Helden. Ja, Gefilden reichlich selten. Haben wir das Faceset nicht auch in Mitternacht? Feuer und Mitternacht, ja, ich glaube auch. Ja. Das ist für mich so ein Faceset. Wir schauen einfach mal, ob jemand unsere Hilfe benötigt. Naja, also hier ist alles ruhig. Sogar die Wachen sind fort. Nein, sind sie nicht. Die laufen draußen rum. Dann ist ja gut. Achso, wenn die Wachen fort sind, ist das gut?
Ja, wenn die Wachen fort sind, ist gut. Wenn es ruhig ist, ist alles gut. Die Truhe da unten ist gut, weil die gehört uns. Ist das überhaupt eine Truhe? Ich hoffe schon. Nee, ist keine Nein. Truhe. Na, schade. Also ich weiß nicht, im Mittelalter würde ich mich in so einem Ort ohne, ja, also ohne Wachen eher tendenziell Das würdest du auch in der unsicher. heutigen Zeit, wirklich ohne Polizei und sowas, würdest du dich wahrscheinlich auch unwohl fühlen. Deswegen gibt es das ja. Ich weiß übrigens, wo die Haarspange liegt. Wo liegt sie denn, Steve? Ja, wieder in das Haus zurück, wo wir waren, wo die Quest bekommen haben. Okay, mach Ich ich. mir schon gedacht habe, dass es dort ist. Ja, Steve, wirklich, halt Weil deinen Rand. Steve, wirklich, du regst mich in letzter Zeit sowas von extrem aus. Noch, wirklich, Steve, noch einmal und ich schmeiß dich aus dem Let's Play raus. Okay, dann spiele ich ohne dich dieses Spiel weiter. ja, hoffentlich. geh mal runter. Ja. Und zwar ist es ziemlich bescheuert. Ist habe ich auch in den Kopf gehabt, oben mit diesem Schrank. Es ist, hängt mit dem Schrank wirklich zusammen. Und zwar ist es links daneben. Auf dem Feld. Ach ja. Hier liegt was. Da ist die Haarspange her. Deswegen hat die uns wahrscheinlich auch damals so extrem lange aufgehalten, Haarspange erhalten. Ja, genau. Und ich hatte irgendwie diesen Schrank im Hinterkopf gehabt. Deswegen habe ich einfach schnell welche nachgeschaut. Habt ihr sie gefunden? Ja, hier Ja, ist. genau. Ja, hier ist sie. Ja, na endlich. Da ist sie. Ja, danke. Ich habe jetzt 20.000 Erfahrungspunkte. Schön, wenn wir helfen konnten. Ich habe leider nicht viel, was ich euch geben kann. Aber vielleicht hilft euch ja die Information, dass mein Papa mir erzählt hat, dass es südöstlich von Schloss Zaras auf einer kleinen Insel einen seltsamen Schrein geben soll. Und das weiß ihr Papa, denn ihr Papa ist an Sachen interessiert, die mehrere tausend Kilometer weg von seinem Zuhause stattfinden. Also könnt Denn mein Papa hat mir erzählt, südlich von Australien gibt es eine kleine Insel, auf der ein Schatz versteckt ist. Ja, genau. Also ich denke mal, es wäre vergleichbar, das würde man jetzt tatsächlich, wenn man jetzt in Deutschland wäre, würde ihr halt gesagt, ja. Also ich habe gehört, im Mittelmeer, da gibt es eine Insel, und da ist ein Schatz. Ja, aber Aha. selbst wenn du, das wäre so, wenn ich sagen würde, in Südtirol, dort irgendwo im Gebirge, da jetzt ein Schatz versteckt, das würde von der Entfernung ja auch noch passen, ja, das Ja, ist. genau, ja. Schön. Mein Papa wollte mit mir mal dorthin reisen, aber leider hat er im Moment zu viel zu tun. Das sagen die Leute immer und am Ende machen sie trotzdem nichts. Außer zum Beispiel, ich weiß nicht, Hearthstone spielen? Danke, das könnte wirklich nützlich sein. 18.300 Erfahrung erhalten. Valnor Level 72 aufgestiegen. Elaine Level 72. Nyria Level 48. Yay. Angriff der Elros auf Schloss Rakau. Nein, es tut mir leid, Steve. Das war fake. So, danke auf jeden Fall, dass du uns dabei geholfen hast, diese Haarspange zu finden. Dadurch werde ich dich definitiv nicht aus diesem Let's Play rausschmeißen. Du wirst uns erhalten bleiben. Aber jetzt können wir uns hier in aller Ruhe diesem Haus hier oben widmen, in dem ich schon drin war. Nee, war ich da schon drin? Weiß ich nicht, ich habe nicht zugeguckt. Es war einfach zu uninteressant, dein Let's Ja, Play. nee, war ich noch nicht drin. Bin hier gerade reingegangen und hast du gesagt, warte, 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 warte. Ich weiß, wo sich die Haarspange befindet. Magst du den Ich Teppich mach hier drin? mache hier eigentlich auch nur mit, weil ich irgendwie dazu gezwungen bin. Eigentlich habe ich gar keinen Bock. Willkommen in meinem Haus. Wärmt euch ruhig ein wenig auf. Draußen ist ja wirklich Das kalt. erklärt zumindest, warum du derzeit keine Videos mehr auf deinem Kanal hochlädst. Ah Da, da, ja. dazu kann ich dich leider nicht so gut zwingen. Wer weiß, vielleicht sind jetzt zu dem Zeitpunkt, wo dieser Zu Party dem hochkommt. Zeitpunkt, wo dieser Fahrt hier hochgeladen ist, da hat Steve schon wieder mindestens zwei neue Videos hochgeladen. Sogar mehr. Dankeschön, das ist wirklich gastfreundlich. Nun, wir haben hier noch nie Probleme mit Dieben oder Verbrechern gehabt. Bisher waren die wenigen Besucher, die wir hier hatten, immer sehr freundlich. Meistens sind die Leute aber nur auf der Durchreise. Wohin? Wir will ja schon bleiben. Das gibt's hier in der Ich wollte gerade Nähe. sagen, wir sind auf der südlichsten Insel der Welt sozusagen. Ja. Also, Die, ich diese, diese, meine. diese Insel ist ein Eiskontinent. Effektiv sind wir sozusagen am Südpol, wenn man das so nennen will. Ja, genau. Also, warum sollte hier jemand zur Durchreise sein? Es würde keinen Sinn ergeben, außer zur Durchreise nach Schloss irgendwas. Ja, genau. Also, okay. Nicht jeder mag diese kalten Temperaturen. Ich liebe den Schnee. Deswegen bin ich mit meinem Mann hierher Ich finde es gezogen. irgendwie ein bisschen schade, dass solche Logikfehler auch bei irgendwelchen random NPCs nicht beseitigt wurden. Weil ich meine, das hier ist keine Stadt, die irgendwo mitten auf dem Kontinent liegt. Ja, genau. Ich meine, warum? Was ich in Berlin kannst du sein zur Durchreise. Ja, allgemein in deutschen Städten kannst du sein zur Durchreise, weil in Deutschland ein Binnenland ist. Ja. Ja, wie gesagt, du kannst nicht auf einer Stadt, auf einer Insel sein zur Durchreise, außer auf dieser Insel ist zufälligerweise mittlerweile ein Flughafen und das ist irgendwie Ja, die einzige genau. Insel mit dem Flughafen. Aber wie gesagt, so Genau. funktioniert das in diesem Spiel nicht, ja? Oder dieser Welt, besser gesagt. Genau.
Ich liebe den Schnee. Genau, ich liebe den Schnee, deswegen bin ich mal hier hingezogen. Na, wir machen uns mal wieder auf den Weg. Danke für diese sinnvolle Information. Ihr seid wie alle Besucher jederzeit willkommen. Ein bisschen mehr Gehalt, nur ein kleines bisschen mehr Gehalt. Ja, Wirklich. Und genau. wenn die NPCs schon irgendwie nichtssagendes Zeug erzählen, dann sollte man wenigstens darauf achten, dass es nicht einfach nur Copy-Paste aus irgendeinem anderen Spiel ist, irgendwie. Und Gefühlt. das, weißt du, was mir auch noch auffällt? Ja, was? Dieses Haus könnte so von der Inneneinrichtung auch in jeder anderen Stadt sein. Genau. Es gibt eben nichts, wodurch es sich abhebt. Es gibt nichts, wodurch man erkennt, dass es sich hierbei um einen Winterort handelt. Also ich kann ja noch damit leben, dass man sagt, alle Schlösser sind gleich Design und die Soldaten haben überall dasselbe an. Aber sollten nicht zumindest gerade was Städte angeht. Ich meine, schau mal, sei mal einmal in Hamburg und sei einmal in München. Und du wirst das sofort anhand der Leute und der Bauweise noch sehen, dass du zwar noch in Deutschland bist, aber in einer anderen Region. Steve, in diesem Part gab es echt eine ganze Menge Name-Drops von irgendwelchen deutschen Städten oder so. Aber jetzt sprich mal hier über den guten Bahnfanel. Oh, ich hätte nicht gedacht, in den nächsten 4 Monaten noch mal Besuch zu bekommen. Ist das so selten? Auf einer Insel ganz südlich, irgendwie abseits vom Schuss? Ist das hier nicht irgendwie eine Durchgangsinsel? Ja, hier sind ständig Leute, die zum Wollmarkt wollen. Naja, mit den Wachen und dem Schnee ist diese Stadt nun nicht das große Besucherzentrum. Wir haben hier höchstens alle 6 Monde mal Besucher in der Stadt. Also kommt ja auch niemand her, der auf Durchreise ist, logischerweise. Und wie machen wir das eigentlich mit dem Essen hier und so? Ich meine, ihr baut sich bestimmt nicht gut an. Nun ja, die alten Wachen sind ja schon mal weg. Ach, das sind alles Importe von dem Schloss, das ist super reich. Was, wirklich? Ist mir gar nicht aufgefallen. Na, da war ich wohl schon lange nicht draußen. Ich habe auch keinen Job oder so. Ich mache Homeoffice. Ja, die sind vor kurzem alle ersetzt worden. Ach so, ich dachte, dieser Werwolf sei einfach nur auf der Durchreise hier. Nein, 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 er war schon lange nicht mehr draußen und da habe ich niemanden gesehen. Na ja, vielleicht kommen jetzt nur ein paar Besucher mehr. Wünschenswert wäre es vor allem für Ragus, dem Ladenbesitzer der Stadt. Er betreibt sein Geschäft nur noch als Hobby. Warum? Weil die normalen Einwohner in der Stadt nichts kaufen müssen? Das ist. Das ist ein Souvenirshop. Wirklich. Ich würde darum bitten, wenn man nochmal ein Vampire Stone 2 Remake macht, dann bitte bei allen NPCs einfach nur I'm Error in die Textbox schreiben. Ja. Und nur bei den wirklich wichtigen Sachen kommen auch wirklich sinnvolle Texte, ja. Weil ansonsten ist das einfach so. Die sagen einfach alle nur I'm Error. Ja. Nichts von dem, was die Leute sagen, gibt auch nur ansatzweise irgendeinen Sinn. Ja. Wirklich ein Error, mit Abstand die beste Textbox, die es je in einem Videospiel gab. Dann ist heute Ihr Glückstag. Wir brauchen nur noch die ein oder andere Sache. Das wird ihn freuen. Sein Laden ist gleich das Haus östlich von hier. Und da es sein Hobby ist und er keinen anderen Job hat, ist der Laden immer offen. Ja, denn der Laden ist eher so eine Art Hobby von ihm, denn da geht ja keiner rein, um ihm Geld zu bezahlen und Waren zu kaufen. Warum sollten die Menschen das ja auch tun? Die haben doch schon alles. Guck mal, jeder hat diesen Schrank von Ikea Ja. und jeder hat diesen Tisch von Ikea, jeder hat diese Töpfe. Die sind auch dieselben Katzen. Ja, und so weiter. Ich meine, auch nicht Genau. irgendwie. Vielleicht dann doch eher. Nee, das ist eine Zuchtkatze. Der ist ja extra zu einem anderen Kontinent geflogen, hat sich die eben gekauft und hat die wieder mitgebracht. Denn das hier? Ist das eine Kneipe? Nee, das ist jetzt der Das Laden ist von. der Hobby, sozusagen. Das Das ist ist der genau, das ist Hobby. der Laden von Ragus. Dann gucken wir nochmal, ob Ragus uns tolles Zeug verkauft. So. Säbel des Bands. Guck mal, der ist schon schlechter als das, was wir momentan haben. Krass. Und aufgrund der Tatsache, dass es schlecht ist, was wir haben, bin ich irgendwie auch nicht versucht, uns hier was Neues zu kaufen. Das Einzige, was du bitte mal machst, sind die Kampfkrallen. Damit Elaine nicht ihre schlechten Krallen tragen muss. Damit sie keine Waffe mit 12 Schaden mehr. Das war's, mehr wollen wir nicht. Nur das eine. Ich weiß ja nicht, was, ich weiß ja nicht, was die anderen für tolle Waffen haben. Ich weiß ja, Der. ich weiß halt nur, dass Elaine auf jeden Fall. Oh, das haben wir Kampfkrallen schon gefunden. Cool, krass. 500, wie viel geben die? 554? Sind die besser? Ne, die haben jetzt gekauft, die Kampfkrallen. Ah, alles klar. Gut, und den Rest lassen wir so. So, warte mal, jetzt gucke ich mal. Weiner hat 406 und Nyria hat 276. Das ist okay, ja. Können wir erstmal so lassen, hast recht. Ja, einfach nur, dass mal um 7 ein bisschen was macht. Schön, dass er das nur als Hobby betreibt. Diesen Laden hier. Und der scheint sein Zeug auch nicht selbst zu schmieden, sondern er muss es ja irgendwie kaufen, ne? Also Ja. letztlich.
Es muss ja irgendeinen großen Importeur geben. Guck mal, hier liegt eine Kralle rum, die können wir nicht nehmen. Ich finde es halt schade, dass nur in den wenigsten Spielen, da muss man auch fairnesshalber sagen, das gleiche gilt aber auch für den kommerziellen Spielen, dass erst jetzt seit der neuen Zeit man so darauf geachtet hat, dass die Leute auch, ja, sowas wie Wirtschaft betreiben. Ich meine, sind ja irgendwie alle scheinbar arbeitslos, ja? Außer in der Eigenstadt, wo zum Beispiel die Mine gesprochen wurde. Und natürlich hier, außer dem guten Relim. Euch scheint die Kälte ja gar nicht zu stören. Sagen wir mal, wir sind da abgehärtet. Naja, die Leute hier sind alle so sehr friedlich. Wir bekommen nicht oft Besuche. Aber wenn jemand kommt, wird er herzlich von uns empfangen. Ihr könnt sicher euch an einem der Kamine aufwärmen, wenn euch danach ist. Das ist aber wirklich sehr freundlich. Ach, Besuch bringt Abwechslung in unser kleines, verschlafenes Städtchen. So wie irgendwie alle Städte auf dieser Welt klein und verschlafen sind. No. Aber na gut, ich würde vorschlagen, die Häuser hier im Osten der Stadt, die schauen wir uns dann in der nächsten Folge von Vampire Stone 2 Everlasting Blood an. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob wir noch tolles Loot finden. Ich denke aber nicht. Und ob wir noch tolle Quests bekommen. Ich denke aber nicht. Und können wir mit den Schneemännern irgendwas machen? Ja, das war nicht genug Chaos, oder? Ich weiß gar nicht, in irgendeinem Spiel kommt man mit jedem Schneemann. Dieser Schneemann hier sieht so extrem special aus im Vergleich zu dem hier, aber... Ja. Nee, na gut, alles klar. Dann, wir freuen uns immer über viele nette Kommentare und viele Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal hier bei Vampire Stone 2 Everlasting Blood. Tschö.